Meine Damen und Herren, Sie sind da. Hier sind Joko und Tobi. Hey, Tobi. Hallo. Na? Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Das ist Jakob. Herzlichen Glückwunsch. Tobi, Glückwunsch. Ah, what a time to be alive. Setz dich gerne hier hin einfach. Genau. Nimm Platz. Mach ich das mal auf. Ja, mach doch mal auf, ja. Wenn du möchtest, der Jakob würde uns jetzt. Ja, der Jakob würde uns jetzt nochmal ein Champagner aufmachen. Sag mal, heute, als du heute den Computer oder mit was auch immer, was für einem Gerät du praktisch teilgenommen hast an dieser Schatzsuche, als du den heute angemacht hast, was hast du da gedacht, wie der Abend noch so weitergeht? Was war denn dein Plan für heute so? Der Plan? Ja? Ja, eigentlich keine Million gewinnen. Der Plan war nicht, eine Million zu gewinnen. Jetzt ist dieser Plan also nun katastrophal schiefgelaufen. Ja. Denn du hast eine Million gewonnen. Und die ist da, ne? So, die wird dir natürlich überwiesen. Die haben jetzt nicht da reingetan, weil das wäre, glaube ich, ein gefährlicher Abend. Tobi, erzähl mal, wie geht's dir denn? Altes Haus. Ja, das ist super. Ja? Du hast jetzt ja, seid jetzt im Auto hierher gefahren und Joko hat dich wahrscheinlich, ja, hat auf dich eingeredet, nehme ich an. Ihn vollgelabert. Ja, du hast ihn vollgelabert. Aber hattest du auch Zeit, mit Joko gemeinsam im Auto so ein bisschen aus dem Fenster zu gucken und die neue Situation ein wenig zu verarbeiten? Ja, schön. Ja? Schön, ja, aber es ist eben immer noch nicht angekommen. Herzlich willkommen zurück zu Late Night Berlin. Es ist wirklich eine besondere Sendung heute. Eine Woche lang haben wir Rätsel in ganz Deutschland verteilt. Das ganze Internet hat mitgemacht. Und wer als Erster tatsächlich seine Hand am Schatz hat und dann auch noch den Koffer mit der richtigen Zahlenkombination öffnen kann, der ist der Millionengewinner. Und was soll ich sagen? Hier ist er, Tobi, da ist er. So, ihr seid jetzt die ganze Zeit zusammen unterwegs gewesen. Das sind natürlich so die Tage, die man dann wahrscheinlich im Nachhinein irgendwann mal so realisiert, aber sicher noch nicht heute. Aber Joko hat mir erzählt, du hattest die ganze Zeit Kontakt mit deiner Oma jetzt so. Du hast so hin und her geschrieben mit deiner Oma. Wie ist das? Naja, die hat ja erst nie verstanden, was überhaupt passiert ist. Ja. Und dann hat die mich im Fernsehen gesehen. Naja, und dann. Und hast du einen engen Kontakt zu ihr? Ja, na klar. Ja? Ja, ja. Naja, so klar ist es nicht. Viele Leute, die kümmern sich vielleicht gar nicht so um ihre Oma oder so. Wie ist das? Ich habe auch, lebt auch in der Nähe oder sogar noch mehr? Im gleichen Haus mit. Im gleichen Haus? Na klar. Das heißt, die Oma ist so ganz normaler Teil des normalen Alltags. Genau. Und da hilft man sich und hat die auch was zu melden so? Kann die dir auch was verbieten? Mhm. Nee, das nicht mehr. Nein, das nicht mehr. Okay, gut. Aber die hat sich mitgefreut. Jetzt, was hast du dir dann so geschrieben? Also was ist da so die Kommunikation? Na, was soll denn die Kommunikation sein, dass wir halt, ja, dass ich jetzt halt eine Million gewonnen habe? Ja. Naja, aber es gibt ja schon, also was natürlich so eine Frage ist, die sich jetzt aufdrängt, so eine Frage, die sich natürlich dir selber, aber auch viele Leute, die sich dann so vorstellen, wie sie selber reagieren würden in so einer Situation. Ich habe mal geguckt, was man sich alles so kaufen könnte. Ne? Jetzt zum Beispiel, du könntest dir 5 Ferrari Portofino kaufen. Die kosten 185.000 Euro, kannst du 5 Stück von kaufen. Ja? Hast du selber schon so vielleicht eine kleine Idee? Muss ja jetzt nicht sofort alles verplanen, aber weißt du schon, was du so ungefähr machen willst? Ja, meine Mutter, die wünscht sich einen Urlaub, ja, auf den Malediven. Und okay, den werden wir uns wohl nur, ja, werde ich ihr wohl schenken. Oh, das auf jeden Fall. Das ist aber schön. Du hast im Auto noch die schönes, ihr spart mit der ganzen Familie auch drauf, ne? Oder mit, sollte ein Familienurlaub werden, ja, sollten alle mitfliegen. Das sollte Familie, also die ganze Familie hat drauf gespart, hat er im Auto schon erzählt. 2027, genau, hast du gesagt, hattet ihr geplant zu fliegen. Genau. Und dann hat er ganz cool gesagt im Auto, ich glaube, das machen wir jetzt früher. Ja, das ist aber doch schön, schön, wenn das Erste, was einem so einfällt, das ist. Also hast du denn große, jetzt natürlich, ich will jetzt nicht so den ausformulierten Plan jetzt abfragen, weil es ja klar ist, man den Film nicht hat, aber so, hast du so größere Lebensveränderungen geplant? Nee. Eigentlich noch nie.
Du hast ja morgen hast du ja Urlaub, hast du gesagt. Ja, genau. Ja, hast du Glück gehabt. Aber gehst schon noch hin, ne? Ja, das schon. Also übermorgen gehst du wieder hin, ne? Nee, da bin ich krankgeschrieben. Aha. Ja. Sag mal, du musst jetzt... Das ist aber... Ja. Ja. Da will ich nicht weiter nachfragen, ja, was du dann überraschend hast in zwei Tagen. Aber nicht überraschend ist das nicht. Nee, okay, naja, wahrscheinlich wird was anstehen, was länger geplant ist. Das klang nur witzig. Es klang so nach dem Motto, vielleicht bin ich ja krank. Ja, es wird schon was geplant aber sein. Aber du musst jetzt vor allen Dingen lernen, Nein zu sagen. Das ist ganz wichtig, weil jetzt kommen die aus allen Ecken geschossen, ne, die Leute, und sagen, also zum Beispiel ins Rollenspiel. Ne? Ich komme jetzt zu dir an, ich bin jetzt so einer beim Fleischer um die Ecke, und komm jetzt an, du, Tobi, kannst du mir mal 10 Millionen leihen? Was sagst du dann? Die habe ich doch gar nicht. Na, genau. Sehr gut. Sehr gute Antwort. Habe ich doch gar nicht. Frag jemand, der richtig Kohle hat. Ja, eben. Ja, genau. Oder wenn jetzt einer sagt, du, mein Fahrrad ist kaputt, kauf mir doch bitte ein Bentley. Was sagst du zu dem? Nee. Nein! Nein, das ist meins, musst du jetzt sagen. Ja? So, du hast ja... Das große Glück, also ich glaube, viele Eltern, ne, die kommen ab und zu mal so ins Zimmer der Kinder, ob sie jetzt schon in deinem Alter, ich meine, du bist 33, so. Aber ich glaube, selbst bei vielen, auch noch jüngeren Kindern, die dann zu Hause sitzen, ja, dann läuft irgendwie so ein Twitch-Stream oder so, läuft im Hintergrund und die sagen, komm, jetzt mach das mal aus, jetzt tu was für die Schule und so weiter. Wie soll denn das deine Zukunft sichern, wenn du jetzt nur das die ganze Zeit guckst? Bei dir hat das gut geklappt? Ich denke. Ja, es hat dich abgesichert in gewisser Weise. Denn du hast den Stream geguckt von Papa Platte. Und Papa Platte ist, ja, erzähl mal selber, du kennst ihn ja besser als ich. Ja, ist halt der größte deutsche Twitch-Streamer, ja, muss ich sagen. Ja, und dann habe ich zufällig eingeschalten vorige Woche. Ja. Und dann lief euer Rätsel, wovon ich noch gar nichts gehört habe bis dahin. Und dann war das doch ziemlich spannend. Ja. Ja. Und dann hast du dir das da irgendwie alles reingeguckt. Wir können uns mal so ein bisschen angucken, was der so in den ganzen, nicht nur deren, also was so insgesamt los war, aber natürlich auch vor allem er mit seiner ganzen Community da gemacht hat. Denn es waren nicht nur einzelne Personen, die da so im stillen Kämmerlein gerätselt haben, sondern es gibt natürlich auch den, am Ende gibt es den großen Stream, wo ganz viele Leute zusammenkommen. Und natürlich haben die sich auch den Moment angeguckt, als du gewonnen hast. Und ja, wir gucken uns das jetzt nochmal an. Ein paar Bilder gibt es dazu, ja. Boah, jetzt. Oh, Alter, das ist deine Million! Oh mein Gott! Yeah. Und jetzt mit der Konfettikanone ins Auge, Digga, er ist so blind. Digga, ich seh nichts mehr. Ja, oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Let's go! Let's go! Let's go! Das ist alles, was ich wollte! Ich fühle mich, als hätte ich die Million gewonnen! Ja, ja, Papa Platte, entspann you. Wait a minute. Hey, sorry. Das Witzige ist, das Schöne ist, dass ich selber auf einmal gemerkt habe, dass ich entspann you gesagt habe. Und dann dachte ich mir so, zu spät, jetzt ziehst du es durch. Aber ich war selber so unfassbar nervös. Wir saßen da in diesem Auto und dann gab es den absurdesten Moment. Wir hatten ja keine Verbindung nach außen, wir konnten nichts sehen. Und einer, der vorne im Führerhäuschen von diesem Auto saß, das war so ein weißer Van, der da geparkt war, meinte so, okay, da kommt ein Auto, das kommt ganz schnell angefahren. Okay, da kommt ein zweites Auto, ganz schnell angefahren. Hat uns quasi am Laufen gehalten, was da gerade passiert, weil wir wussten ja nicht, kommt jemand ins Auto oder nicht. Okay, die laufen aufs Auto zu, zwei Typen, laufen aufs Auto zu. Die sind vorbeigelaufen. Und dann aber so, wo sind die hin? Ah, da kommen sie zurück, die kommen zurück. Nee, warte, ganz kurz, die gucken unter das Auto. Und das war so absurd, dass man halt in diesem Auto saß und nichts mitbekommen hat. Ich war super aufgeregt. Dann machst du die Tür auf. Wir haben, absurd. Wir haben jetzt, kurz, da gibt es noch eine andere Geschichte, die ich gleich auch nochmal hören will. Aber wir haben jetzt ganz kurz Papa Platte direkt bei uns, denn wir haben ihn zugeschaltet. Denn ohne, dass das irgendwie der Plan war, war er ein elementarer Bestandteil dieser Schatzsuche. Kevin, hörst du uns?
Moin. Ich kann mich hören, ja. Moin, moin. Moin, moin, ja. Moin. So, du warst nun relativ schnell, warst du integraler Bestandteil dieser Schatzsuche. Wie hat sich das entwickelt und warum hast du dich an diesen Rätseln und an dieser kompletten Aktion so festgebissen und wie war das eigentlich? Also mir haben meine Zuschauer das einfach am Anfang geschickt und meinten so, also als das erste Rätsel rauskam, meinte so, jo, das ist eine coole Aktion, schau dir das mal an und so und ja, ich liebe sowas. Und dann haben wir halt immer, wenn 20.15 Uhr das rauskam, direkt gewartet, bis es kommt und dann alle Paint geöffnet, wie Notizen geöffnet und dann ging's ab. Ja, das kann man sagen, es ging ab. Es ist unglaublich, wie sehr ihr mit den ganzen Tools, die ihr dann auch eingesetzt habt, wie schnell das alles ging, wie ja, die, so Schwarmintelligenz, die Weisheit der vielen da zusammenkam und du das dann aber auch ganz gut orchestriert hast. Es waren das schwere Rätsel oder nicht? Also sag mal aus deiner Perspektive, wenn man dir so zugeguckt hat, hat man das Gefühl, ja, die waren zu leicht. Das Ding ist halt, man darf halt nicht vergessen, wir sind halt da irgendwie dann irgendwie 20.000 Leute oder so und dann hat halt irgendwer hat halt immer die richtige Idee, glaube ich. Und so gesehen war das dann schon eher leicht, ja. Aber ja, es gab halt manchmal auch mehrere Optionen und wir dachten halt auch oft, ist es vielleicht gerade zu leicht. Ja. Das war halt auch das Ding. Weil es ja geht am Ende des Tages ja um 1 Million so. Achso, dass ihr denkt, so leicht kann das ja gar nicht sein, wie die das. Ja, genau. Okay. Aber das ist ja interessant, weil drumherum, es ist irgendwie tatsächlich ein Community-Gedanke, das merkt man auch. Denn es ging dann vor allem eher, so hatte ich den Eindruck, du kannst mich ja korrigieren, wenn das nicht stimmt, es ging tatsächlich um den Spaß daran, das herauszubekommen miteinander. Und, ja, voll. Das war das Hauptding, oder? Du hast ja nicht überlegt, wann ziehe ich mir die Jacke an und renne los, oder? Also ich glaube, wenn es jetzt hier in der Nähe gewesen wäre von Köln, dann hätte ich mich, schon, glaube ich, schon mal ins Auto gesetzt. Ja, ja, hätte ich schon mal gemacht. Aber ich dachte mir schon, dass das jetzt wahrscheinlich nicht bei mir ist. Also es war ja relativ früh klar, dass das irgendwo in so einem Streifen in Mitte von Deutschland ist. Und wir haben schon die ganze Zeit irgendwie vermutet, ob es in der Mitte ist oder eher so östlich. Ja. Weil ihr meintet, wie das der Gewinner noch vielleicht ins Studio kommt und so. Ja. Dann dachten wir so, ja, okay. Dann war schon klar, okay, ja, das werde ich jetzt nicht holen. Aber geil, dass es einen Zuschauer von mir geholt hat. Wir haben uns so gefreut, übelst geil. Ich meinte die ganze Zeit so, wenn einer von euch das holt, dann sagt irgendwas mit, yo, liebe Grüße an Papa Platte oder so. Und übelst geil, mega geil. Ja, das war aber auch, nur ganz kurz, ich fand den Moment so absurd, weil wir waren in diesem Van, ja, und er hatte Probleme, die Nummer da richtig einzugeben. Und das war ja dann schon mal irgendwie so ein krasser Moment. Und dann aber das Erste, als er gecheckt hat, dass er gewonnen hat, danke, Papa Platte! Und das war sofort da! Post, wirklich Post. Aber ey, eine Sache möchte ich noch mal kurz herausheben, weil ich das wirklich besonders und auch sehr erwähnenswert finde. Du hast ja, ohne dass das irgendwer gewollt hat oder irgendwie, wir haben ja keinen Kontakt gehabt, wir haben es ja jetzt erst heute erst kennengelernt, du hast noch eine eigene Spendenaktion gemacht. Kannst du da mal ganz kurz was zu erzählen? Wofür war das und wie viel kam da zusammen? Ja, ein guter Kollege von mir, Veni, der ist auch Streamer, der hat mich eingeladen. Der macht jedes Jahr immer so einen Monat, wo der Geld sammelt für die Make-A-Wish Foundation. Ja. Und also ich denke mal, das kennt man, ne? Da werden so Kindern, die halt irgendwie eine sehr schwere Krankheit haben, so Wünsche erfüllt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ein Kind wollte zum Beispiel heute ins Disneyland. Mhm. Und wir haben heute mit der Community zusammen 70.000 Euro gesammelt. Boah, mega. Und unfassbar viele Wünsche erfüllt. Richtig geil. Also, ich muss dir wirklich sagen, wir haben uns wir haben uns heute kennengelernt und es sind Welten, die sich nicht so easy mal miteinander verbinden. Umso schöner finde ich, wenn es irgendwie dann doch mal passiert und so. Und ich hoffe, das hält sich jetzt irgendwie, weil ich fand es auch cool, du hast natürlich, ein Teil war auch die ganze Aktion mit der DKMS. Du hast selber dich registriert, du hast deine Zuschauer und Zuschauerinnen aufgefordert, das auch eben zu tun. Dann noch der eigene Gedanke für die Sache, dann dieser grundsätzliche Spaß daran, dann ist jemandem zu gönnen, der noch mit dabei ist. Du hattest die Gelegenheit, dir das anzuschauen, bist losgefahren, hast die Tür da aufgerissen, den Koffer geöffnet, hast 1 Million Euro. Irgendwie, also das war mal wirklich eine Win-Win-Aktion, ey. Und zwar für alle. Ja, sehr krass. Vielen, sehr krass. Vielen herzlichen Dank. Danke. Danke, dass du noch mit dabei warst. Ja, bis bald mal. Danke. Ciao, ciao.